Bei einer Gedenkveranstaltung für Francisca Sandoval ist es erneut zu Ausschreitungen in Santiago de Chile gekommen. 12 Tage nach Schüssen auf einer 1. Mai-Demonstration war die Journalistin ihren Verletzungen erlegen. Jetzt, 2 Tage nach ihrem Tod, gab es wieder Randale und Gewalt in der chilenischen Hauptstadt. Am 1. Mai war es am Rande einer Demonstration zum Tag der Arbeit zu Plünderungen und Ausschreitungen gekommen. 3 Menschen wurden angeschossen. Die TV-Reporterin Francisca Sandoval war bei Krawallen am Rande der Demonstration von 3 Schüssen im Gesicht getroffen worden. Chiles Präsident Gabriel Boric verurteilte die Tat.